dann stimmt es also, was alle sagen. Aventus Aretino führt das schwarze Sakrament durch. Er versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen. Oh, Grimbar. Immer dieser Unsinn. Nein, natürlich nicht. Das sind nur Geschichten. Gut, dann frage ich ihn, ob er zum Spielen rauskommen will. Er wohnt gleich da hinten. Ich werde an seine Tür klopfen. Nein, Kind, wartet. Dieser Junge, dieses Haus, sie sind verflucht. Ha, dann habe ich also recht. Ich wusste es. Er hat vor, jemand umbringen zu lassen. Gut, ich werde es nicht leugnen, Kind. Was ihr gehört habt, ist wahr. Aber Aventus Aretino wandelt auf einem dunklen Pfad. Seine Aktionen bringen nur Verderben. Nun, genug. Darüber reden wir nicht mehr. Ich bin die einzige Freundin, die ihr braucht. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Ich bin so unglaublich müde. Liebe Mutter, liebe... Endlich! Meine Gebete wurden erhört! Es hat geklappt! Ich wusste, dass ihr kommen würdet! Ich wusste es einfach! Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und den Ding. Und da seid ihr! Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft! Es hat so lange gedauert. So unglaublich lange. Aber jetzt seid ihr ja hier und könnt meinen Auftrag annehmen. Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen, wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot die Gütige töten. Münze für eine arme alte Frau entbehren? Soll ich euch... Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Wenn ihr noch nie in Rifthorn wart, besucht auf jeden Fall die Schwarzdornbrauerei. Stehen bleiben! Ehe ich euch nach Rifthorn lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Ich hätte euch für klüger gehalten. Also gut, nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment! Ich öffne eben das Tor. Das Tor ist offen. Ihr könnt rein, sobald ihr soweit seid. Dämmerwacht zurück. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Hey, ihr! Kommt her!
Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem doppelten Geld. Wir müssen etwas gegen diese Vampirangriffe unternehmen. Wer sich seinen Pflichten entzieht, bekommt eine extra Tracht Prügel. Habt ihr mich verstanden? Ja, Lord. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch Gören wird adoptiert werden. Weder jetzt noch später. Keiner braucht euch und keiner will euch haben. Darum, meine Lieblinge, seid ihr hier. Und darum werdet ihr immer hier bleiben, bis zu dem Tag, an dem ihr volljährig werdet und in die weite, schreckliche Welt davongejagt werdet. Und was sagt ihr nun? Wir lieben euch, Lord, danke für eure Güte. Schon besser. Und jetzt fort mit euch, ihr Gossenblagen. Ihr solltet wirklich nicht hier drin sein. Das ist Gaylord. Gaylord ist tot. Aventus hat es geschafft. Gnade. Hurra, Gaylord die Gütige ist endlich tot. Wir sind gerettet. Hurra. Aventus hat es wirklich geschafft. Ich ergebe mich. Er hat die Bruderschaft dazu gebracht, die alte Gaylord zu töten. Krieg ist alles andere als glorreich. Das erzählen sie den Soldaten nur, damit sie ihr Leben riskieren. Und? Gaylord die Gütige, ist sie... Ihr wisst schon. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass die dunkle Bruderschaft mich retten würde. Hier, wie versprochen, das sollte euch ein nettes Sümmchen einbringen. Und danke, vielen Dank nochmal. Wenn ich groß bin, werde ich Meuchelmörder. So kann ich vielen Kindern helfen, so wie ihr. Ich werde bald wieder ins Waisenhaus gehen. Aber erstmal gebe ich denen eine Weile, um, ihr wisst schon, die Sauerei wegzumachen.